Ja, guten Morgen, Dominik. Super, dass ich dich erreiche. Du bist jetzt auch, wie ich gehört habe, in Österreich daheim. Wie geht's dir dabei? Gut, danke. Ich bin eigentlich relativ bald, wie die Absage klar war, von Indian Wells Miami dann noch nach Hause geflogen, weil es war ja nicht mehr so einfach mit den Flügen dann. Und bin jetzt mittlerweile schon seit 2 Wochen zu Hause und wie alle auch in Quarantäne, ja. Na, wie gesehen, du trainierst ja trotzdem täglich. Ich habe ja gelesen, dass dein PlayStation-Level in die Höhe geht. Auch irgendwo Skates und mit deinem Hund. Aber ich gehe mal davon aus, das ist nicht alles, was du so magst, um dich fit zu halten, auch in der schwierigen Situation, oder? Ich mache viel Sit-Ups, viel Rücken, damit ich im Sommer gut ausschaue, wenn ich wieder rauskomme. Auch wichtig. Na sicher. Liegestütz, also diese ganz normalen Übungen, die man wahrscheinlich noch vom Schulturnen kennt, die mache ich auch zurzeit. Und dann ja, gesunde Essen. Jetzt natürlich fahre ich meine Nahrungsaufnahme auch stark zurück, damit ich nicht zunehmend da, damit ich wieder voll fit reinstarten kann ins Training. Aber es ist schwierig für euch, oder auch in der, also so wie für alle großen Unternehmen, oder? Es ist eine schwierige Zeit, oder es ist, glaube ich, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass so eine große globale Krise ist, oder? Du kennst ja unseren Campus, da sitzen in Summe in den 2 Gebäuden 5.300 Menschen. Heute sitzen weniger als 4% dort, weil alle Homeoffice machen. Das ist natürlich eine irre Herausforderung. Und auf der anderen Seite, und weil wirklich einzigartig, was die da leisten momentan in den Filialen, trotz natürlich der Nervosität, die da ist, und wir versuchen halt da wirklich mit allen Maßnahmen zu überzeugen, nicht in die Filiale zu kommen, das Online-Banking zu nutzen, das Mobile-Banking, das funktioniert, wie wir wissen, super. Und wir versuchen da möglichst unbürokratisch und flexibel zu sein, aber ist schon eine große Herausforderung. Ja, das glaube ich, dass es eine große Herausforderung ist, vor allem, weil es ist doch, also ich weiß nicht, für uns ist es doch sehr, sehr überraschend kommen und da ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und eben, wie du gesagt hast, eine große Herausforderung, dass man sich da schnell drauf einstellt und schnell auch versucht, auf die Bedürfnisse von den Kunden und in unserem Fall halt auf die Fans auch ein bisschen einzugehen, ja. Ich glaube auch, für deine Fans ist ja ganz wichtig, dass sie da was hören und dass auch da eigentlich die Vorfreude, dich wieder live zu sehen, ich sage mal, nicht hoffentlich vor Wien, aber spätestens dann in Wien, weil, glaube ich, da auch das Match, bin ich ganz überzeugt, das werden wir gemeinsam gewinnen und jeder versucht halt da jetzt sich fit zu halten. Ja. Ja, dann nochmal, freut mich, dass das geklappt hat, dass wir uns da kurz austauschen. Ich auch, ja. Wünsche dir alles Gute. Das Wichtigste in diesen Zeiten ist natürlich gesund bleiben für dich, die ganze Familie. Wie immer, ja. Ja. Das kriegt da in der Phase noch ein bisschen andere Bedeutung. Das stimmt. Aber trotzdem, auch wenn jetzt vielleicht das natürlich derzeit im Hintergrund ein bisschen geraten ist, alles Gute für die Saison, für dich. Und hoffen, dass wir uns bald sehen und dann, glaube ich, werden wir in jeder Hinsicht ein bisschen drauf anstoßen. Auf jeden Fall, ja. Euch auch alles Gute. Für die ganze Situation, dass das so gut wie möglich hinhaut und alle anderen natürlich, bleibt alle gesund und passt auf euch.